Hallo zusammen! Heute ist wieder Videomittwoch. Herzlich willkommen! Und es ist heute mal ein ganz besonderer Videomittwoch, weil ich heute die liebe Bella als Interviewpartnerin habe. Bella begleitet mich schon seit ein paar Jahren und ich habe Bella ausgewählt für dieses Interview, weil sie euch mal erzählen kann, was passiert, wenn ihr euch anfangt, selbst zu lieben. Bella, vielleicht sagst du selber zu dir ein paar Worte. Okay, also ich bin die Bella, lange Freundin von Sandra, die mich in vielen Aspekten meines Lebens gut begleitet hat und die mir vorgezeigt hat, was Selbstliebe alles in deinem Leben verändern kann. Ich habe meine Berufung dadurch gefunden. Ich bin eine Ölhexe, wie man so schön sagt. Ich bringe die Heilung und das gute Gefühl mit richtig schönen Düften in die Welt. Und das verdanke ich eben der Erfahrung, dass ich das auch nur hinkriege, wenn ich im Reinen mit mir bin. Sehr schön. Liebe Bella, was hat sich jetzt konkret in deinem Leben für dich geändert, in dem Moment, wo du erkannt hast oder dass du überhaupt erkannt hast, dich selber zu lieben? Also bei mir war das ja so, dass ich permanent das Gefühl hatte, es läuft irgendwas nicht richtig. Ich fühlte mich nicht wohl. Ich fühlte mich oftmals auch in meiner eigenen Haut nicht wohl. Ich habe Fehler bei anderen gesucht. Ich habe Ausreden gesucht dafür, dass ich mich eben nicht wohl fühlte oder dass vieles nicht so funktioniert hat. Bis ich dann eben erkannt habe, ich habe das selber in der Hand. Ja, cool. Sehr cool. Wie hat es dann begonnen bei dir? Es war zum Schluss so unerträglich, dieses ständige Zwiespalt mit mir selbst, dieses ständige Zweifeln an, kannst du das, schaffst du das, ist das richtig, was du gerade vorhast, was denken die anderen, dass ich dann wirklich gesagt habe, jetzt muss ich was verändern, ich will was verändern, das kann so nicht weitergehen. Sehr cool. Und dann haben wir eine kleine Session noch genau. In Dortmund in der Gartenhütte gehabt. Jawohl, das war ein Erlebnis. Einfach irre. Also für mich war das dieses wie so ein Befreiungsschlag, diese ständige Schwere, was man auf der Brust und auf den Schultern hatte, war dann nicht komplett weg, aber es war um einiges leichter, dass ich dann erkannt habe, hey, das ist der richtige Weg. Ja, wir haben den ersten Schritt gemacht. Des Weiteren durftest du dann selber machen, hast ja dann selber Übungen bekommen. War das schwer? Oh ja, also ich weiß noch, die Spiegelübung war für mich dieses absolute No-Go, sich da vor diesem Spiegel zu stellen und zu sagen, ey, gut siehst du heute aus. Ich habe mich immer selber ausgelacht oder an manchen Tagen habe ich dann auch wirklich geheult, weil ich gedacht habe, das ist gar nicht wahr, was du da gerade sagst. Also da musste ich echt lange dran arbeiten, um wirklich jetzt gut vor meinem Spiegel zu stehen und zu sagen, geile Sau. Das ist cool, wenn man das so sagen kann. Genau. Also es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist aber auch ein Weg, den musst du gehen wollen. Du kannst nicht mittendrin sagen, jetzt bin ich fertig oder jetzt höre ich wieder auf. Das ist ein kontinuierliches immer weitergehen. Diese Erkenntnis zu haben, dass ich immer jeden Tag alles immer aufs Neue in der Hand habe. Ja, und für mich ist es, darum sage ich ja das, die Selbstliebe ist eine Reise. Und jetzt ist Bella etwas abgetaucht, alles gut. Die Selbstliebe ist eine Reise, es ist ein Weg. Und den Weg dürfen wir gehen und den dürfen wir immer gehen und der ist auch nie fertig. Es gibt kein Fertig. Genau. Und es gibt ja auch mal Rückschläge, ja, so hin und wieder. Also ich finde, man geht man viele Schritte vor und dann geht es auch mal wieder einen Schritt zurück. Wenn du jetzt nochmal an diesen Punkt kommen würdest, würdest du den Weg nochmal gehen? Würdest du ihn nochmal begehen? Auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ich nochmal so lange warten würde, bis das so unerträglich geworden wäre, wie es gewesen ist. Oder ob ich schon vorher die Erkenntnis hätte, ey, du musst jetzt schon was tun und nicht erst warten, bis es gar nicht mehr geht. Das ist cool. Ja. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, hätte ich das früher, dann wäre mir heute viel leichter damit umzugehen und das ständig umzusetzen. Zurzeit oder jetzt ist das immer so noch, dass ich zwischendurch immer mich dabei ertappe, du gehst gerade wieder in falsche Normen, wieder zurück und also wir sind wieder da, wo wir hinkommen wollen. Und das klappt dann schon ganz gut. Ja, sehr schön. Und auch eine Frage, was hat sich, das interessiert bestimmt euch da draußen auch, was hat sich bei dir in deinem Umfeld mit deinen Menschen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie verändert,
wie du deine Reise zur Selbstliebe begonnen hast. Ich habe festgestellt, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, was andere über mich denken, sondern mir ist wichtig, was ich über mich denke. Mir ist wichtig, dass ich mit dem, was ich entscheide und tue und mache, im Reinen bin. Und was ich definitiv weiß und auch gelernt habe, ist, dass ich, um für mich glücklich zu sein, das bei mir suchen muss. Und dass ich diese Verantwortung und auch Last niemand anderen mehr aufbürden möchte, weil der schafft das ja gar nicht. Ja. Das ist meine Aufgabe. Und ich sage ganz oft auch zu Freunden oder auch manchmal zu meiner Familie, wenn ich entscheide, morgens nicht glücklich zu sein, dann könnt ihr euch alle rosa, pink anmalen und nackig mit dem Popo und Tanz aufführen. Das klappt nicht. Da werde ich trotzdem nicht glücklich, weil ich das ja gerade für mich entschieden habe. Und das ist etwas, wo ich sage, das hat mich ja auch durch die schwere Zeit mit dem Verlust von meinem Papa geholfen. Zu entscheiden, ich will aber wieder glücklich sein. Egal, was dich gerade getroffen hat. Das ist super cool, dass du das gerade ansprichst. Also dann auch nochmal für euch da draußen, wenn ihr ein Riesenthema habt, in dem ihr wirklich den Verlust eines geliebten Menschen, dann hilft euch das. Es ist viel, viel leichter, aus dieser Trauer, aus dieser negativen oder aus dieser Verlustsituation rauszukommen, als wie wenn ihr euch nicht so mögt, wie ihr seid. Das auf jeden Fall, weil es hilft dann wieder klarer zu sehen, weil man ist dann ja, es ist ja so, bei so einer Trauer ist der Blick getrübt und der Blick ist sehr nach innen gerichtet. Und der Schmerz ist groß. Und der Schmerz ist groß und wenn man dann wieder diese alten Muster hat, ich kann gar nicht glücklich sein, weil der geliebte Mensch gestorben ist, ich kann das nicht, weil, und man sucht ständig Fehler woanders oder Ausreden, aus meinem Aspekt mittlerweile sind das Ausreden. Ja. Dann schaffst du das auch nicht. Dann schaffst du es auch aus der Trauer nicht raus. Okay, was hat dir wirklich geholfen? Also mir hilft in diesen Situationen dann ganz viel, indem ich in die Dankbarkeit gehe, indem ich für die Augenblicke dann dankbar bin, die ich hatte. Ja, mir hat einmal eine ganz, ganz liebe Freundin eine Flasche geschenkt mit so kleinen Zettelchen, die ich reinmachen sollte, wo ich jeden Tag reinschreiben sollte, wofür ich glücklich und dankbar bin. Ja. Diese Flasche steht bei mir im Büro auf dem Schreibtisch neben meinem Arbeitsplatz. Und wenn ich dann wieder so einen Tag habe, wo ich denke, heute läuft ja wieder alles sehr schön, nehme ich mir diese Flasche und schüttel da ein Zettelchen raus und denke, jo, da war was. Deswegen bist du dankbar. Das ist eins. Und ich habe für mich auch wieder meine eigene Art von Humor entdeckt. Ich habe nun mal einen leicht verqueren und schwarzen Humor. Ja. Aber auch dieser ist, ich stehe dazu. Ich kann mittlerweile dazu stehen und ich stehe dazu. Und ich lache auch am liebsten über mich und über meine Querelen oder über meine Katastrophen, sage ich jetzt mal. Die Sachen, die im Alltag eben manchmal passieren. Und ich kann das sehr gut mittlerweile alles ins Positive umwandeln, weil dann ist das eben so. Dann musste das gerade sein. Das ist mega cool. Also, Fazit. Fangt an, euch selber zu lieben. Auf jeden Fall. Damit hört ihr auf, zu denken, was andere denken, was sie gar nicht denken. Ihr könnt leichter bei euch bleiben. Ja. Ihr könnt anfangen, über euch selber zu lachen, was mir dann übrigens auch so geht. Ja? Vor allen Dingen, wenn ich dann wieder irgendwie was fallen lasse oder stolper oder mir wehtue, dann fange ich wirklich an zu lachen und sage immer, danke für den Hinweis, ihr lieben Engel, ich habe es verstanden. Und das ist mega cool. Also es lohnt sich, fangt an, euch selber zu lieben. Fangt an, die Übungen zu machen, die ich euch an die Hand gebe. Fangt an, dankbar zu sein. Fangt an, euch zu verzeihen, war das Thema. Fangt an, euer Herz zu öffnen. Das war das Thema im letzten Video. Öffne dein Herz durch Wertschätzung von tollen Menschen, von tollen Freunden, von toller Zeit. Zeit ist das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben. Und wie immer, einmal noch mein Hinweis, bitte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr es liked, wenn ihr es teilt, um die Botschaft in die Welt zu tragen. Und wenn ihr es kommentiert, ich freue mich über jeden Kommentar. Und möchtest du noch was den Menschen da draußen mitgehen? Ja, wenn man sich selbst liebt, wird man frei. Man wird frei in seinen Gedanken, in seinem Tun und in seinem Sein. Und das ist etwas, diese Erfahrung sollte eigentlich jeder von uns machen. Cool. Freiheit ist das Einzige, was uns eigentlich wirklich voranbringt. Das, was uns aufhält, sind unsere Gedanken.
Und das schaffst du nur, indem du dich selbst liebst. Wow, das war mega cool. Also, liebt euch selber. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns wieder nächste Woche beim Videomittwoch. Bis dahin, danke. Tschüss. Ciao.